Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und herzlich willkommen zum Ernte- und Verkaufsmonat Juli, Folge 4, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Wir verkaufen unser Holz und haben die 500.000 zusammen und zack, wieder zum Sägewerk. Okay, was mit dem Axion? Ist der fertig langsam? Nee, der muss noch ein bisschen... Nehmen wir den mal ein bisschen aus dem Weg hier. So. Die verkaufen alle. Ja, der muss sich dann hier gleich freifahren. Das ist okay. Das ist okay. Sieht auch einfach irgendwie gesund aus hier, ne? Die Kombi. Arbeit beendet. X? Nee, Z? Ja, Z. So, da ist jetzt 80%. Machen wir selber noch mal ganz kurz. Kriegen wir den noch zusammen? Ich schätze mal nicht. Oh. 83, doch, ich glaube, das schaffen wir noch. Dauert nur einen kleinen Moment. Dann nächstes Mal ein Offset mit reinnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja, 13 Stück. So, 90. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht, wenn das Geld dann irgendwann so richtig fließt, hole ich dann mal so eine Ballenpresse, die vorne diese Schwart-Dinger mit dran hat. Dann kann man den einfach Arbeitsbreite einfach auf die Hälfte einstellen und dann kriegt er definitiv alles aufgesammelt. Bleibt auch hier in den Kurven, glaube ich, nahezu nichts mehr liegen, würde ich mal vermuten. So, jetzt den Rest noch hier. Ja? Ah doch, da hinten ist noch so viel. Das passt. So, auch mal wieder ein bisschen was von Hand machen hier. Okay. BVZ. Zack, Ballenpresse zuklappen. Und dann fahr mal bitte zu Hof parken. Kannst du nämlich mal sauber werden und irgendwas muss hier auch repariert werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. So, der Fan-Favorit. Ja, so ein Erntemonat ist doch... Das ist... Oh. Da ziehen wir den kürzeren. So viel steht erstmal fest. So. Willkommen im Stapelsimulator 2022. Also 6 Stück, 6 mal 8, ja, 48.000, 50.000 Liter. Ich bin an der Ameise hängen geblieben. So sollte das natürlich nicht sein. Trotz dieses Gewichtes, so eine Ameise hält uns einfach auf. Ja, ich bin immer noch hin und her gerissen. Was ist denn hier los? Aber so langsam ist hier richtig was los auf dem Hof. Wollte es ja so. Z.
Zap, 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 zap. Ja, also die Anfangsphasen, muss ich auch sagen, in so einem Game machen mir immer mit meisten Spaß mit den ganzen kleinen Maschinen. Es ist aber auch so, dass ich ganz oft nach einer gewissen Zeit so ein bisschen dann die Lust verliere und eigentlich fast nie bei den ganz großen Maschinen ankomme. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier über das Let's Play ein bisschen motiviert bin, auch weiterzumachen. Bei mir ist in der Theorie schon klar, wie man 4-5 Drescher auf einem Feld fahren lässt. Aber ich habe das erst einmal richtig gemacht. Na? Da müssen wir dann mal schauen, wie das dann wird. Ich glaube, wenn wir dann Feld 13, dann mache ich mal, da mache ich dann irgendwie so einen Livestream draus oder was, wenn das dann wirklich da, keine Ahnung, 48 Stunden mit einem Drescher, dann haben wir dann 6 auf einmal oder so und dann dreschen wir das mal 8 Stunden weg. Dann mache ich da mal irgendwie so einen Twitch-Stream. Zwar keine Ahnung von, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Keine Ahnung, ob sich das dann irgendwer anguckt. Ich habe ja damals, ich weiß nicht, wer von euch das verfolgt hat, von Burning Gamers, gab es über Weihnachten so ein Stream, da haben die auf dem Land Down Under das Feld 13 gehäckselt. Oh, häckseln müssen wir auch unbedingt. Ja, da haben die das gehäckselt. Das hat irgendwie 2 Wochen gedauert mit, glaube ich, 3 Häckslern. Weiß es nicht mehr genau. So, 12 Ballen. Naja. Cranberries werden verkauft. Oh ja, einmal pro Folge haben wir gesagt, oder? Wie ist denn das mit denen? Sind die eigentlich langsam mal so weit? 35, ja, die sind fertig. Dann geht's hier bald den Fichten. Und den Krogen. Ja, so eine große Forstmaschine brauchen wir auch noch. Haben wir auch noch nicht. Also wir hatten mal eine. Folge 100 für den Moment. Aber die wollte ja unsere großen Bäume nicht machen. Hm. Zack. Hä? Naja. Hallo. Da brauchen wir nämlich den Rodney. Der Rodney oder Rodne. Ich glaube Rodney. Oder Rodney war der Typ aus der Marsiana. Mark Rodney? Glaube. Der soll ja die. Oder der macht die großen Bäume, das weiß ich. Das habe ich in einem anderen Spielstand schon mal rausgefunden. Hallo! Puh, sage ich da nur. Ja, und das ist so der Grund, warum ich dann doch jetzt, was weiß ich, irgend so ein Ranks Enhancement Mod drin hat, wie starker Bauer oder ich benutze ja dieses Config Tool, weil das Spiel soll ja irgendwo auch Spaß machen. Und da jetzt den wieder raus zu baldowern, da ist man dann, also das ist ja schon, es dauert schon. Ich dann keine so große Lust zu. Nehme ich das eben kurz in die Hand, leg das da drauf und dann geht's weiter. Ich glaube, wir müssen mal Hackschnitzel wegfahren. Wir wollten ja, glaube ich, den LKW einmal herkommen lassen für die Hackschnitzel. So, dann kann der gleich wieder los. Nochmal 30.000, dann sind wir bei 600. Parallel verkaufen die beiden Cranberries ganz ordentlich. Gleich auch mal gucken, wie viel Silage schon in der BGA ist. So, Dings drum. Hoffentlich kippt er jetzt nicht um wegen dem einen Ding hier. Wenn wir nicht so anstellen. So, das war das. Du bist hier angekommen, jawohl. Sauber gemacht, vollgetankt. Die
Ballen haben wir weg. Dann kann der Kleine jetzt nochmal drüber striegeln. Und dann ist das mit dem Heu auch erledigt. Muss entladen werden, muss entladen werden. Sehe ich gar nicht gerne. Beide Drescher stehen. Hier steht ja noch ein Kercher. Naja gut, fürs Ambiente, ne? So, ne, Quatsch. So, kein Vorgewinde. Kannst das mal einmal sauber überstriegeln hier. Erster Wegpunkt Feuer frei. So, muss entladen werden, was ist hier los? Ist einfach nicht da. Muss entladen werden, was hier los? Ist auch einfach nicht da. Wo sind die alle? Super. So, der... Aha, okay, das ist gut. Aus. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Ne, wir kippen hier nichts hin. Aber ich will auf jeden Fall nochmal so ein... Dann fahr das mal zu Hofsilo Input. Fahren wir das da jetzt. Silo. Wir hier auch nochmal von Hand was verdichten. Oder dafür brauchen wir erstmal Mais. Was ist das hier eigentlich für eine Fläche? Wem gehört denn die? Okay. Wo wollen wir hier? Die junge Frau gibt das völlig zerbeulte Auto in der... Ist schon wieder... Ich versuche mal keine Witze zu machen, die irgendwie auf irgendeine Gruppe zielen. Also wir machen mal... Thomas, Ihr Hund hat meine Schwiegermutter gebissen. Dieter, wollen Sie mich verklagen? Thomas, nein, ich will den Hund kaufen. Okay. Warum ich darüber lache, weiß ich auch nicht, aber so. Das ist so diese typische, ich finde, so funktionieren Witze, dass man, also die ganze Geschichte, und das war jetzt eine ganz kurze Geschichte, zielt in eine Richtung und es geht dann aber in die vollkommen andere Richtung, das finde ich witzig. Ja. Zwei Stunden heute. Also der ist noch beschäftigt. So viel steht fest. Ich überlege, hier einen zweiten Abfahrer mit zu installieren. Aber eigentlich schafft er das. Der schafft es nur nicht, wenn er irgendwo aufgehalten wird. So, du bist hier noch. Ihr fahrt hier auch ganz sauber hin und her. Jo. Du striegelst hier eine Runde. Gucken wir doch einfach mal, welches Feld wäre denn hier so available. So, auf der 4 ist nichts drauf. Das ist unser Feld. Die 4 ist da. Hier ist nichts drauf. Der 5... Baumwolle, ne? Das ist, haben wir weder die Industrie zu, noch die 9 gehört uns schon. 12. Auch Baumwolle, ja. Der ist alles Baumwolle hier. Zip, 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 zip. Ist ja der absolute Oberhammer. Ah. 3 hat Mais drauf, oder? Ah, die 3 wäre interessant. Was kostet die? 1 Million. 1 Million. Die sind deutlich günstiger. Ja, so die 8 würden wir zum Beispiel... Also die 5. Was Baumwolle drauf? Tja, aber der Ernter kostet 1 Million dafür.
Tja, so richtig weiß ich es auch nicht, um ehrlich zu sein. Hier stehen noch... Huch, das muss ich erstmal wieder ausmachen. Hier stehen noch Brotpaletten rum. Die müssen hier weg. Muss ich mal drüber nachdenken. Wir brauchen auch was mit Zucker. Wir brauchen Zuckerrüben. Da haben wir auch die ganzen Maschinen. Also ein Zuckerrübenfeld, da gibt es uns quasi gratis Ertrag, wenn wir das Feld haben, weil wir haben alles schon. So, den stelle ich jetzt einfach mal hier unter. Bitte auch gut. Superliner ist angekommen. Dann das bitte abkippen. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.